Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017. Jo, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, wie wir hier die Äpfel ernten können. Und ja, dann machen wir damit gleich mal weiter. Die Felder sind übrigens auch fertig gesät, also die könnten wir theoretisch wachsen. Wir können jetzt eigentlich auch mal hier vorlaufen lassen, 60 Mal reicht glaube ich erstmal. Und jetzt können wir hier nämlich die ganzen Bäume abernten. Und jetzt sehen wir schon mal Äpfel am Rand von unserem oder am Boden von unserem Anhänger. Wobei jetzt da natürlich nicht so viele rauskommen. Ist ja logisch. Aber es geht auch maximal nur 400 pro Baum, also das ist nicht besonders viel. Und wir sehen schon hier, also jetzt wächst es schon richtig. So. Hoffentlich geht es irgendwann mal effizient, aber ich glaube nicht, oder? Denke ich mal. So. Fragt sich noch, wo die Birnenbäume sind. Bei Birnen gibt es ja auch noch. So. Oh, ich muss den Timer starten. Upsala. Jetzt haben wir gleich die ersten 1024 Äpfel oder Liter an Äpfeln. So. Ja, jetzt können wir schon ernten. Einfach hier entlang fahren. Upsala. So, der ist leer. Aha. So. Und der ist jetzt auch leer. Ah, da hinten sind auch noch mal Bäume, vielleicht sind es ja auch Äpfel. Mal gucken. Das sieht hier sehr nach Birnen aus. Oh. Das ist, glaube ich, nicht so gewollt, aber jetzt haben wir irgendwie beides geladen, denke ich mal. Oder nur noch Birnen, keine Ahnung, auf jeden Fall sieht es komisch aus. Mal gucken, was passiert, wenn wir das abliefern. Mal schauen. Wir fahren jetzt einfach mal langsam in Richtung Hof. Also, Hof sag ich schon, Brauerei. So. Und die Bäume sind schon ziemlich schnell, ziemlich voll. Also, das ist schon... Puh. Geht schon flott. So, der ist auch gleich leer. Zack. Hier kann man durchfahren, oder? Ja. Jo, das haben wir jetzt hier bald. Da sind noch ein paar Bäume und dann ist es mal fertig. So, extra Baum fertig. Wir können einfach mit dem Tempomat hier durchfahren, mal gucken. Ja, okay, vielleicht mit 60. Kommen mit 10 km/h hier einfach durch, mal gucken. Oder mit 5. Dann dürften die nämlich auch schon geleert sein, wenn wir da vorbei sind, denke ich mal. Na, wir bleiben einfach mal stehen. So. Oh, die sind schon fast voll, die Beine. Uiuiui. Okay. Ja, da ist noch einer. Da ist noch einer. So. Und dann sind wir auch schon 11% voll hier. Gut, alle Birnen geerntet und Äpfel. Mal gucken, ob es jetzt gemischt hat irgendwie oder ob das jetzt einfach nur Bildern sind. Das darf man natürlich nicht unter... Boah! Hallo hier, Vorfall, hallo! Also Vorfall juckt die Autos hier nicht wirklich, merke ich gerade. Die biegen einfach ab und fahren raus, wie sie wollen. Sollte man eigentlich nicht immer machen, also bloß nicht nachmachen. So.
Dann auf zur Brauerei. Da hinten ist sie, glaube ich, schon. Ne, das ist der Händler noch. Danach kommt die Brauerei. Ah, da hinten ist sie. Hinter dem nächsten Bahnübergang. Wetten, der fährt jetzt so raus. Ja, siehst du, das ist ja. Also. Autofahrer sind es. Gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt dafür bekommen. Wir haben jetzt natürlich im Lager 0 Äpfel und 0 Birnen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt bekommen, wenn wir hier das abladen, unser komisches Gemischteil hier. So, auskippen und wir bekommen nur Birnen. Ja, sehr schön. Wo wir auch immer 250.000 Birnen herbekommen sollen. Niemand weiß es. Aber das war dann übel, da muss man an jedem Feld vorbeifahren und dann hier insgesamt 250.000 Birnen dran karren. Das ist ja übel. Also da bist du auf jeden Fall eine Zeit lang beschäftigt. Beziehungsweise wir sind dann eine Zeit lang beschäftigt. Und jetzt muss man anscheinend immer aufpassen, dass man nicht unter irgendwelchen Bäumen langfährt, wenn man sonst irgendwas anderes geladen hat. Das ist dann natürlich ein bisschen suboptimal. Aber wir wissen schon mal, wie es dann, wie es funktioniert, wenn man Äpfel und Birnen herbekommt. Hätte ich ja nicht gedacht, dass man das einfach nur so irgendwie, ja, da mit dem Anhänger drunter fahren muss. Aber mehr ist es dann wohl doch nicht. So, dann nehmen wir die nächste Abfahrt hier. Ach du Heiliges. Ich glaube, wir kann noch ein bisschen Äpfel ran. Weil die waren nämlich gerade schon wieder voll, sehe ich gerade. So. Na? Gut. Jo, es dauert schon eine Zeit lang, bis man da alles abgeerntet hat, wenn die Bäume da voll sind. So. Aber es geht schon mal relativ schnell. Jetzt sind wir schon 1200. Geht auf jeden Fall schneller als vorhin, wo die Bäume noch, ja, mehr oder weniger. Hups, da hat es geleckt. Wo die Bäume noch mehr oder weniger leer waren. Also mit 60-facher Zeit geht das schon einigermaßen schnell. Und theoretisch fällt mir gerade ein, könnte man eigentlich unter jeden Baum einen Anhänger stellen, wenn das automatisch schon da reinläuft. Dann hat man dann irgendwann mal ganz viele Anhänger voll Äpfel und Birnen und dann hat man's. Dann muss man nicht immer jeden abfahren. So, 20%, 10 und 0. Die sind anscheinend aber alle voll, oder? Ja, 100%, also oha. Die Birnenbäume sind wahrscheinlich auch bald wieder voll. So. Zack. Ein paar Apfelbäume haben wir noch vor uns. Und der Traktor ist schon wieder schmutzig. Also zumindest die Reifen. So. Der ist auch leer, der Baum. Dann weiter zum nächsten. Und es ist der Boden hier schon auch bald gefüllt. So, hier noch weiter. Na? So. Der ist auch leer. Und wenn wir da wieder hier sind, können wir dann vorne gleich wieder anfangen. Also das ist schon übel. So, jetzt ist es im Dunkel. 18 Uhr haben wir jetzt. Und schon 4000 Liter Äpfel. Und wir haben noch 3 Äpfelbäumchen vor uns.
100 und 0. Dann hier noch. Jetzt haben wir hier laute Äpfelchen geladen. Wir können wie immer unten durchschauen. Sehr schön. So. Der ist auch voll. Jetzt können wir langsam das Licht anschalten hier. Das ist bei dem Licht. Und hier natürlich die Rundumleuchte. Na? Beladen. Toll. Nicht beladen. Jetzt sind wir zu weit links. So. Jetzt klappt's. Und ich glaube, das dürfte sein, oder? Ja. Sehr schön. Sonst ist es für euch natürlich ein bisschen blöd, dass es so dunkel ist. Ich mache mal die Zeit auf 120 mal. Dann geht die Nacht schneller vorbei. Und hier wachsen schon wieder die Äpfel. Also es ist unglaublich. Wie schnell hier schon wieder die Äpfel wachsen. Ich glaube, vorne sind sie schon wieder voll hier, die Bäume. Wir fahren einfach unten durch lang und dann... Ja, hier ist schon wieder... Also der erste ist, glaube ich, schon wieder um einiges gefüllt. Ja. 75%. Also wir können, wenn es noch zu spät geht, eigentlich nur noch Äpfel sammeln. Und die Frage ist natürlich, fühlt sich das jetzt von alleine, wenn wir da drunter stehen? Aber anscheinend nicht, also da wächst wohl nichts mehr nach. Doch, jetzt ist wieder. Das heißt, wir kommen den Anhänger einfach mal ab und schauen, wie viel später drin ist. Mal schauen. Ob das so funzt, wie ich das meine. So, dann machen wir hier einfach mal ein bisschen Festbeleuchtung an. So. Dann können wir schauen, ob da an dem Baum was wächst. Und ob das dann gleich hier geerntet wird. Weil dann können wir eigentlich unter jedem Baum irgendwann mal einen Anhänger drunter stellen. Dann haben wir so eine riesen Anhängerkolonne. Und können dann immer gleich hier so 10, 20 Anhänger zur Brauerei fahren. Oder beziehungsweise zur Obstplantage und so weiter. Stimmt, was sind die die Brauerei eigentlich? Für was braucht man nicht Äpfel und Birnen in Kisten? Braucht das irgendwas? Weil warum sollte man das dann zur Obstplantage bringen? Mal gucken. Tschatschatscha. Nö. Also steht irgendwas dran, dass man irgendwie das Ding auf Paletten und so braucht. Aber vielleicht muss man es ja bei irgendeiner Verkaufsstelle so abladen, wer weiß. Kann man ein Feld kaufen? Ach, das hier. Ach, das ist gar nicht unseres. Ich dachte, das ist unseres. Was kostet denn das? Was bist du des Wahnsinns für so ein kleines Fältchen? Geht's noch? Wir können jetzt aber für ihn eine Mission machen. Ach, hallo, hättest du einen Moment, bla bla. Was muss man da machen? Grubbern, oder? Für 5000? Nee. Nee. Das machen wir mal nicht. So, hat sich das jetzt hier schon ein bisschen gefüllt? Sieht man das vielleicht? Sieht irgendwie komisch aus, wo man da so steht. Äpfel 0 von 400. Mal gucken, ob das abgeladen wird. Das sehen wir jetzt dann. Wenn wieder welche nachwachsen. Ja. Okay, finde ich gut. Dann lassen wir den jetzt einfach mal so stehen hier, ne? Und, ja. Ich glaube, wir nehmen den anderen Anhänger zum Äpfelfarmen. Oder wir nehmen den anderen zum Birnenfarmen. Das können wir auch gleich machen. Aber Birnen haben wir eh schon ein paar. So, jetzt müssen wir doch irgendwo mal links abbiegen können, oder? Ja, da vorne. Oder? Nee. Aber hier ist unser Hof, das passt ja. So. Hier geht's nicht rein. Aber hier. So. Oder wir kaufen uns noch einen dritten Anhänger. Mal gucken, was kosten die denn? Kipper, muss ja kein großer sein, reicht auch der hier.
Okay, das wird ein bisschen viel, vielleicht den da. Den können wir uns gerade so leisten. Ja, Gott, der kann ja alles. Ach, du Heiliges. Aber Bier kann er ran, das ist besonders wichtig. Aber Äpfel und so stehen da gar nicht dran, gell? Ne? Nicht wirklich. Hausmüll. Alles klar, okay. Ja, soll man den nehmen? Ich glaube schon, oder? Wir machen das einfach mal. Obwohl, dann wieder kein Geld. Ah. Ja, das ist natürlich schwierig. Nee, ich glaube, wir lassen das erstmal. Und nehmen wir, bis das ganze Zeug gewachsen ist, erstmal die anderen Anhänger her. Bock, 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 bock. So, wo waren denn die Halle? Ich bin vorbeigefahren, ja, sehr schön. So, da ist unser zweiter Anhänger. Mit einer Plane sogar. So, ich glaube, 6 war hinten Licht, oder? Ne, war es nicht. Doch, war's. Okay. Zack. Dann Licht hinten aus. Und dann fahren wir mal zu den Birnenbäumen. Zu den Birnenbäumen. Dürfte hier auch wieder rechts sein, ne? Ja. Aber das ist unser Feld, hier fahren wir lieber nicht drüber. So, hier sind die Apfelbäume. Wir dürfen jetzt auch nicht zu nah ranfahren, ne? Weil sonst lädt hier noch Äpfel auf. Das wär's noch. Ich glaube, wenn wir hier so auf der Straße fahren, dürfte das eigentlich funktionieren. So. So, jetzt ist es am hell, das machen wir wieder auf mal 60. Damit die Zeit nicht so arg schnell verrinnt. Ja, mit den Anhänger nicht hier abgestellt wurde dann. Ich habe meinen Anhänger verloren, sehr schön. Ich glaube, der war eins. Ah, da hinten steht er, okay. Dann stellen wir den hier unter so einen Birnenbaum. Gucken mal, ob das da funktioniert, wenn die Plane zu ist, aber ich schätze mal nicht. So, ich denke mal, wir machen so unsere letzten da so. Beim Nachbarn auf dem Grundstück. So, ach, das geht durch die geschlossene Plane. Sehr schön. Dann stellen wir den hier ab. Der Baum wird hier schon abgefarmt, oder? Denke ich mal. Ja, sehr schön. Sehr, sehr nice. Licht können wir auch wieder ausmachen. Und dann schauen wir mal, wie viel hier schon drin ist. Oh ja, also besonders viel ist es noch nicht, denke ich mal. Mal gucken. Wir koppeln mal kurz an. Aber ich schätze mal 6000 dürfte schon drin sein. Ja, 6700. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, wie wir hier Dünger produziert bekommen. Vielleicht finde ich ja das so noch raus. Oder stellt es vielleicht irgendein Produktionsbetrieb. Können wir mal gucken. Gerstenmehl, Weizenmehl. Nein, Baumholz, Holzabfälle. Also da kann man schon mal nichts abliefern. Erdbeeren, Blattsalat in Karton. Wasserblumen. Wo kommen denn Blumenerde her? Nee, auch zu aufwendig. Brauerei haben wir ja schon am Abwertigen gerade. Bäckerei, Gerstenmehl, Weizenmehl, Wasser, Zucker, Zuckerguss, Speisesalz. Wo bekommen wir denn Speisesalz her? Vom Salzwerk, da brauchen wir Holzpaletten. Und für Holzpaletten brauchen wir Holz. Und Holz haben wir nicht. Also alles, was Holzpaletten braucht, kann man erstmal schon mal vergessen. Obwohl, das Team Bennett, der Holzfäller, verkauft Baumholz. Die Schreinerei Mecke macht aus Baumholz, Wasser und Silage Holzpaletten. Und Holzbretter, Holzschnitzel und Leintanks. Braucht wirklich Silage für Paletten? Das wäre natürlich blöd. Naja. Dann hätten wir noch die Ölmühle. Können wir Sonnenblumen und Raps hinbringen für Rapsöl? Das könnten wir schon herstellen. Was uns das bringt, weiß ich aber nicht. Das können wir eigentlich momentan noch gar nicht verwenden. Raffinerie kann man Kompost, Raps und Wasser bringen. Kompost haben wir auch nicht.
Wasserwerk Gülle brauchen wir, also haben wir auch nicht. Zuckerfabrik. Wir haben keine Zuckerrüben, keine Kartoffelschnitzel. Eierfabrik, Stroh, Weizen, Mais und Holz. Ja, Paletten haben wir auch wieder nicht. Rot, ja, das haben wir auch nicht alles. New Earth, Stroh, Tier mit Tier, das haben wir auch nicht. Holzpellets können wir auch nicht herstellen, brauchen wir wieder Paletten. Kühlhaus, Wasser, Milch, Speisesalz, Zucker, Haarmilch. Ja, Milch haben wir auch nicht, da bräuchten wir erst Kühe. Müssen wir uns auch noch holen. Lebensmittelfabrik, gedämpfte Kartoffeln. Könnten wir herstellen? Aber wir haben keine Kartoffeln. Glaube ich. Haben wir Kartoffeln? Mal kurz gucken. Wir gehen mal schauen, ob wir Kartoffeln da haben. Da können wir schon mal gedämpfte Kartoffeln herstellen. Aber ich glaube jetzt mal eher nicht. Aber schauen wir einfach mal. So. Da wieder nicht. So, wie lange haben wir noch Zeit eigentlich? Oh, 11 Sekunden, sehr schön. Perfekt. Nein! Ging es nicht vorhin. Oh. Ich war mal an die Seite vom Tor hin, wo es, also in die Richtung, wo es aufgeht. So, hier ist gar nichts drin. Ja, Time abgelaufen. Ja, alles gut. So. Kartoschkas haben wir. Da schon mal nicht. Ich glaube, die stehen auch da hinten an der Halle dran. So, wir haben Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Raps, keine Kartoffeln. Also das können wir auch schon mal vergessen. Baumholz, Wasser, Silage, haben wir schon gesagt, Silage haben wir auch nicht. Holz, Keile, Ofen, Diesel, Holzschnitzel und Holzpaletten haben wir auch nicht. Metzgerei, Speisesalz und Stroh. Aha. Aha. Speise, da brauchen wir auch wieder Paletten, ne? BGA-Gelände, ja, Tiermist, Wasser und Stroh, was zu Kompost. Holzschnitzel, Holz. Ne, haben wir auch nicht. Ja, also wir können jetzt erstmal nur die Brauerei beliefern mit Hopfen, ne? Und der Rest ergibt sich dann, glaube ich, irgendwann mal. Ja, gut. Dann haben wir jetzt hier schon mal unsere Äpfel- und Birnenproduktion gesichert. Und in der nächsten Folge weiß ich noch gar nicht, was wir machen. Erstmal das Zeug auf jeden Fall wachsen lassen, das dauert ja ein paar Tage. Und dann könnten wir theoretisch mal gucken, wie wir jetzt den Dünger produziert bekommen hier auf dem Hof. Oder ich werde es inzwischen mal ein bisschen recherchieren. Vielleicht steht es ja im Internet irgendwo drin. Und ja. Dann können wir hoffentlich bald hier unseren eigenen Dünger produzieren. Und sonst freue ich mich natürlich, wie immer, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Über einen Daumen oder ein Abo würde ich mich immer sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir natürlich wie immer in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.